Nimm doch lieber so einen Teil, das gibt Boni wenigstens. So, und jetzt können wir uns zu Bonnenfels porten. Also ja, wenn ich die austauschen wollte, müsste ich das Monument, die Monumente erst aufgeben. Grüße im Namen des Hauses Hallet. Ja, die Untoten. Die Untoten sind zurückgeschlagen. Ihr habt euch bewährt, Runenkrieger. Meine Leute verdanken euch ihr Leben. Und ich verdanke euch mein Land. Der Orden wird von eurer Tat erfahren. Da ihr auf Reisen seid, will ich euch nicht mit höfischen Zeremonien aufhalten. Nehmt diese bescheidene Entlohnung und den ewigen Dank des Hauses Hallet. Lustig, wie die alle zwei Äxte auf dem Rücken tragen. Was kriege ich denn? Was sehr viel Sinn macht, ein Utraner-Schild. Hey, dunkle Lederhose. Utraner-Schild habe ich schon eins. Die beiden sind nicht neu. Ja. Quest sagt, kehrt zu Marcia Lord Jonir zurück. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Entschuldigt, dass ich euch in diesen Krieg mit hineingezogen habe. Doch ohne eure Hilfe wären wir verloren gewesen. Ich schulde euch weit mehr als nur meinen Dank. Nun denn, sprecht. Was steht euch zu Diensten? Ja, die eine. Wisst ihr etwas über Hokan Ashir? Hokan Ashir? Durchaus. Er war ein Magier des Zirkels. Der größte Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Ein ebenso mächtiger wie grausamer Zauberer. Er starb während der Konvokation. So sagt man zumindest. Wer befehligt dann diese Angriffe, wenn Hokan tot ist? Wir wissen es nicht. Die Untoten haben die Festung im Grauschattental überrannt. Seitdem branden sie gegen unsere Heere wie ein nimmermüder Ozean. Ohne die Zwergengarde werden wir nicht mehr lange durchhalten. Und nur die Götter wissen, ob Urias und seine Männer im Grauschattental noch leben. Irgendjemand muss nach dorthin durchbrechen. Wir müssen wissen, was dort geschieht. Wenn dies der einzige Weg ist, mehr über Hokan zu erfahren, dann werde ich gehen. Unsere Gebete werden euch begleiten. Das Südportal ist euch allerdings versperrt. Zu viele Untote auf der anderen Seite. Ihr müsst euch eurem Weg durch das Land der Zwerge bahnen. Sprecht mit Skarvik, dem Zwergenschmied in den südlichen Windwallbergen. Er wird euch helfen. Er war stets ein Freund der Menschen und des Hauses Hallit. Der Weg in ihr Land führt nach Südwesten. Dieser Schlüssel wird euch das Tor öffnen. Viel Glück. Ja. Damit haben wir Schatten vom Bodenfels erfüllt und mit Marcia geredet. Graues Schattental. Der Ordenskrieger Urias Vesmeer über Hokan und dessen Schergen. Er kommandierte den Außenposten des Ordens im Grauschattental, das nun von Untoten überrannt worden ist. Es muss einen Weg dorthin geben, um zu erfahren, ob Urias noch lebt. Begebt euch in die südlichen Windwallberge. Der direkte Weg ins Grauschattental ist versperrt. Durch das Land der Zwerge in den südlichen Windwallbergen gibt es wohl. Durch das Land der Zwerge in den südlichen Windwallbergen gibt es wohl einen ungefährlicheren Zugang. Das Portal dorthin befindet sich im Südwesten von Bodenfels. Mit dem Schlüssel ist. Öffnet das Tor im Südwesten und durchquert das Portal. Mit dem Schlüssel ist es wohl, das Tor zu öffnen, was den Weg ins Zwergenland versperrt ist, liegt im Südwesten von Bodenfels. Also ja, Zwergenfreunde, jetzt kommen wir auf unsere Kosten.
Elend Segen. Seid auf der Hut. Mein Bogen für die Rune. Rasch wie der Wind. Auch wenn ich theoretisch jetzt kurzen Abstecher machen könnte. Für zwei Quests in Graufurt. Nein. Passweg. Ich weiß es nämlich zum Glück noch besser. Das Tor ist verschlossen. Das Schloss ist verziert und von zwergischer Machart. Den Zwergentorschlüssel verwenden. Der Schlüssel passt, das Tor öffnet sich. So, der Weg ist frei. Die Toten halten ihn nicht. Kleine Herr der Ringe-Anspielung. Die Toten lassen wir ja zum Glück hinter uns. Und ja, das Gebiet hier, das Grauschatten... Das Gebiet der Toten war relativ groß, wenn man es so überlegt. Wenn man sich überlegt, was für kleine Städtchen das nur noch sind, die es hier gibt. Gut, der Konvokationskrieg ist auch jetzt erst gerade mal 8 Jahre her. Also seitdem 80-90% der Bevölkerung getötet wurden. Und ja, ich denke mal, die Kriege, die im aktuellen noch anstehen, machen das Ganze auch nicht viel besser. So, und wir sind wieder auf einer Rollenspielkarte. Jo, sprecht mit Skarvik in der Zwergenstadt. Die Zwerge sind zornig und verweigern jede Hilfe. Skarvik Eisenbart ist einer der vernünftigeren Zwerge, mit dem ihr vielleicht zu mit ihm wird vielleicht zu reden sein. Er befindet sich in der Zwergenstadt Windholm in den südlichen Windwaldbergen. Und ja, das ist Windholm, nicht Windholme. So, Furgott steht uns jedoch im Weg. Ja, Halit-Veteran und Ragnar Thorgilsson. Ziemliche Wikinger. Boah, das macht schön viel Schaden. Der kommt nicht mal an uns ran. Furgotts Gift und Furgotts Pestdolch, ja. Wer hat Furgott noch was in seiner Hütte versteckt? Nix. Aber es gibt ja auch zum Glück keine Spawner. So, dann aktivieren wir mal das Monument. Tinara und Tanna. Ei, ihr. Euresgleichen ist hier nicht gern gesehen. Mensch, ich rate euch, rasch weiterzureisen. Ihr mögt euch hier frei bewegen und in unserer Stadt Handel treiben. Aber solange ihr keinen Fürsprecher habt, werdet ihr bei uns wenig Freundlichkeit vorfinden. Und noch etwas. Im Süden unseres Landes treibt ein Riese sein Unwesen. Wenn ihr ihn seht, flieht besser in die Stadt zurück. Jo, okay.
Okay, mit den beiden Wölfen können wir leider nicht viel anfangen. Noch nicht jedenfalls. Also, wir gehen erstmal in die Stadt. Ja, des Zwergens Pracht. Ja, hier hinten ist eine Mine. Hier sind Händler und noch andere. Gucken wir erstmal in die Mine rein. Da oben sind Nekromanten und Texe übrigens von den Dunkelelfen. Lasst mich zufrieden, Mensch! Euresgleichen ist hier nicht willkommen! Okay. Das heißt wahrscheinlich jedem, mit dem ich spreche. Da ist übrigens der Gottstein dieser Insel. Und ja, wir können einmal einen Blick auf die Gebäude der Zwerge werfen. Sanktuarium, Schmiede, kleine mittlere Haupthäuser, eine Mine, noch eine Schmiede. Da ist ein großes Haupthaus. Die große Waffenkammer, das Nahrungslager. Wo stehe ich gerade? Hier. Oh, Tiermenschen. Ja, der redet auch nicht mit uns. Der hier verkauft uns Zeug. Indienbrustpanzer. Guter Lederhelm. Schattenrobe für Weißmagier. Scharfer Kummsäbel. Scharfschützenbögen. Nee, verkaufen werden wir ein anderes Mal, denke ich. Wobei, wir könnten Runen verkaufen. Denke ich mal. Also erstmal setzen wir hier die Rune ein. Können die drei Runen dann verkaufen? War hier nicht noch ein... Ach, da ist noch ein Händler. Wer seid ihr, Fremder? Ich erkenne euch nicht. Seitdem man mir meine Augengläser gestohlen hat, kann ich nichts mehr sehen. Ach, wenn sie nur jemand finden und mir wiederbringen könnte. Ja, diese Gläser hier fand ich in einer Kiste auf Lianon. Diese Gläser hier fand ich in einer Kiste auf Lianon. Tatsächlich, das sind sie. Wie bei allen Schlünden des Bargagor sind sie bloß nach Lianon gekommen. Hier, nehmt diese Flasche Zwergenweinbrand als Dank. Jedoch, sagt, als ihr die Gläser gefunden habt, war dort auch eine kleine bronzene Statuette? Nein, ich fürchte nicht. Die Statuette wurde mir zusammen mit den Augengläsern gestohlen. Sie ist für mich von unschätzbarem Wert. Vielleicht könntet ihr euch noch einmal auf die Suche begeben. Ich wäre euch sehr dankbar. Ja. Also, Zwergendienste. Pelkonix-Augengläser, das ist jetzt die Quest, die wir gerade abgeschlossen haben. Da ist der Zwergenbrand.
Kornweg aus der südlichen Wimpernberge vermisst seine Augengläser, findet sie und bringt sie ihm zurück. Hinrik aus Grauwolf will Schnaps aus seiner Heimat, sucht eine entsprechende Flasche Brandwein. Auch eine bronzene Statuette wurde Kornweg entwendet, findet sie und bringt sie zu ihm. Ja. Und du wirst auch nicht mit uns reden wollen. Mit euresgleichen habe ich nichts mehr zu schaffen, Mensch. Ja. Das heißt, der Einzige, der mit uns reden will, ist wirklich Skarvik Eisenbart und natürlich die Händler hier. Förster, ja, den brauchen wir unbedingt noch. Die Heilung haben wir schon.